Sabines Infobox. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Die liebe Dagmar und ich, wir haben gerade schon sehr, sehr viel gelacht. Sie ist eine sehr spannende Frau, die eine Sportart ausübt, die ich so faszinierend finde, weil ich die gleiche Sportart gemacht habe wie sie, Karate. Daher kommt unsere Verbindung. Die Dagmar Schäfer-Petri ist eine Mutmacherin und sie kann schon durch die Sportart dir den Mut zeigen. Da hat sie ganz, ganz viele Techniken. Sie ist eine Rückführungstherapeutin. Das fand ich sehr spannend. Sie zeigt Menschen den Weg zu sich selbst und zu ihrer Lebensfreude. Und sie weiß den Weg, wie es funktioniert. Liebe Dagmar, herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Vielen Dank, liebe Sabine, für deine Einladung. Und ich freue mich, dass ich heute hier mit dir zusammen sein kann. Danke, Dagmar. Dagmar, wir gehen ja mal gleich auf die Sportart ein. Karate, ja. Wie kamst du zu Karate? Das ist sehr einfach. Meine Mutter wollte in ihrer Jugend immer gerne zum Ballett und ihre Eltern haben das nicht erlaubt. Also, wo bin ich dann hingegangen? Zum Ballett. Okay. Und habe dann festgestellt, dass das für mich nicht wirklich der passende Sport ist. Bin dann zum Judo und von Judo bin ich zum Karate gekommen. Und ich bin da sehr glücklich darüber, weil auch im Karate gibt es ja, Fegen und Fallen. Und das habe ich im Judo eben schon gut gelernt. Und gut fallen können ist sehr hilfreich. Mhm. Hat mir diesen Sommer nicht wirklich geholfen. Da bin ich nämlich bei uns im Garten ausgerutscht und habe mir beim Fallen den Arm gebrochen. Also auch das geht. Ja. Und das war ein Geschenk, der Armbruch. Ich habe sehr viel dadurch gelernt. Ich bin sehr, also es hört sich vielleicht komisch an, aber es sehr glücklich, dass ich mir den Arm gebrochen habe. Okay, okay. Er ist wieder verheilt. Ja, da hat man dann wieder für sich selber etwas getan, ne? Ja, Innenschau gehalten, sehr viel gelernt. Und ich habe ein unglaubliches Dankbarkeitsgefühl dafür, was unser Körper tagtäglich leistet, ohne dass uns das bewusst ist. Ein Wunderwerk ist. Also unser Körper ist wirklich ein Wunder. Ganz große Klasse. Mhm. Ja, das finde ich auch immer. Da sieht man es dann auch wieder. Dagmar, wann hast du angefangen mit Karate oder mit Judo? Mit Judo war ja das Erste. Wie alt warst du da? Ja, da bin ich so um die 10 gewesen und mit Karate dann so mit 13. Und ich war irgendwie einfach gut da drin, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich erst diverse Jugendmeisterschaften gewonnen. Und später, ab 18, ist man dann bei den Senioren. Okay. Und da habe ich dann auch deutsche Meisterschaften, sowohl in dieser Disziplin Kata, also Technikenablauf perfektionieren, und auch im Zweikampf und in den Mannschaften. Also ich habe Einzel und Mannschaft gemacht, bin mehrfach deutscher Meister und habe gute Platzierungen gemacht und zweimal Europameister mit der Mannschaft. Toll. Genau. Toll. Und da gibt es einen Pokal, da bin ich heute noch total stolz und glücklich drüber. Das ist der Seidenstadt-Pokal aus Krefeld. Krefeld ist die Seidenstadt. Und das ist oder war ein Wanderpokal. Das heißt, man durfte ihn behalten, wenn man ihn dreimal in ununterbrochener Reihenfolge gewonnen hat. Und? Toll! Hab ich, der steht bei mir. Toll! Ja. Und hast du dann mit Kampfsport mal Pause gemacht oder hast du das, seitdem du angefangen hast, hintereinander weggemacht? Also ich habe tatsächlich Pause gemacht in der Zeit, wo ich dann intensiv berufstätig war, meine Familie gegründet habe, sehr viel auf Dienstreisen war und bin ja oftmals sonntags schon gefahren, samstags erst nach Hause gekommen. Also da ist nicht mehr so viel Zeit gewesen, um regelmäßig zum Training zu gehen. Mhm. Und jetzt seit ein paar Jahren praktiziere ich das wieder und es macht mir unglaublich viel Spaß. Mhm. Es ist etwas, was den Kopf, die Konzentration und den Körper, also es ist ein Training für alles. Mhm. Ja. Wie weit bist denn du jetzt heute, Dagmar? Es gibt ja den Dan von Karate. Wie weit bist du? Auch ganz lustig. Den ersten Dan, den habe ich mal gemacht, weil ich sonst an einer Meisterschaft nicht hätte teilnehmen können. Ja. Und dabei ist es geblieben. Okay.
Ja, ist tatsächlich so. Ja. Okay. Und dir macht es viel, viel Spaß und ich finde es ja eine tolle Sportart, wenn man dich jetzt so gesehen hätte. Bitte keine Wertung, ne? Karate, toll, ganz, ganz klasse. Ja. Und somit bist du ja, ich hatte dich ja vorgestellt, die Mutmacherin. Wie arbeitest du, Dagmar? Also erstmal wieder den Menschen bewusst machen, was sie alles können. Wir sind ja so gestrickt, dass wir immer auf das schauen, was noch nicht perfekt ist. Dass wir darauf schauen, wo es noch hapert, welche Lücke zu füllen ist. Ich kenne das sehr gut aus dem Berufsleben. Da bekommst du eine Reihe von Zielen, die zu erfüllen sind. Und selbst wenn du 98% der Ziele erreicht hast, es wird genau auf die kleinen 2% geschaut, die nicht erreicht wurden. Und da den Blickwinkel wieder umzukehren und zu sagen, ich bin wertvoll allein dadurch, dass ich ein Mensch bin. Und ich muss nicht beweisen, dass ich wertvoll bin, sondern ich bin ja ein Wunder, ein Geschenk. Also dass, sag mal, Eizelle und Samen zusammengefunden haben, dass ich als Mensch daraus entstanden bin, das ist schon ein Wunder an sich und ein Geschenk und es ist wertvoll. Und das wieder zu entdecken und den Menschen wirklich Mut zu machen, nicht nur sich selbst zu kritisieren, sondern auch sich selbst wertzuschätzen und anzunehmen, indem wir einfach mal aufschreiben, was ist an mir, was gefällt mir an mir. Wenn ich also jemanden frage, was könnte an dir besser sein, da kommt direkt eine ganz lange Liste. Ne? Ja. Was gefällt dir an dir und was magst du an dir? Also das ist eine Übung. Und das kann man üben. Das ist auch wirklich wie der Sport. Es ist ein unter Anleitung anfangen, ein Üben, ein Dranbleiben. Und dann kannst du das Nächste dazu nehmen. Also wenn das eine ein bisschen sich gefestigt hat, dann nimmst du das Nächste dazu. Und dann kommst du dazu, dass du auch dankbar sein kannst, wenn du morgens aufstehst. Oder dankbar, was du alles am Tag erlebt hast, wenn du abends ins Bett gehst. Also es gibt einfach so viele Momente, wo man sagen kann, oh, wie schön ist mein Leben, wie schön ist diese Welt. Und das wieder zu lernen und das zu sehen und dann zu sehen, dass die Menschen erleichtert sind und sich glücklicher fühlen als vorher, das ist ein ganz wunderbares Gefühl. Ja, da stimme ich dir zu. Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, Dagmar, nimmst du ja auch viel aus dem Sport heraus. Aus dem Sport haben wir ja die Disziplin, die Umsetzung. Das weißt du ja als Sportlerin, sage ich ja ganz, ganz arg. Arbeitest du da viel mit den Techniken dann auch? Mit Disziplin? Ja. Weniger, mehr mit Wiederholung, also um Gewohnheiten zu festigen. Ja. Und wenn ich es mal mit dem Zähneputzen vergleiche, als wir Kinder waren, wir haben uns ja nicht selbstverständlich die Zähne geputzt, mussten unsere Eltern uns immer daran erinnern, ja, bis es dann eben zur Gewohnheit ist. Und heute fühlt man sich unwohl, wenn man sich nicht die Zähne geputzt hat. Also die Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs, ist ja auch ein schönes Sprichwort. Und über die Wiederholung dann einfach in geänderte Gewohnheiten zu kommen. Man kann es vielleicht auch Disziplin nennen, das weiß ich nicht, wo da die Grenze ist. Mhm. Disziplin ist für mich auch vielfach so verbunden, wie man das oftmals den Jungs beigebracht hat. Ne? Stell dich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz und sowas, Gefühle wegdrücken. Und da passe ich dann auf, dass wir da nicht in die Richtung uns bewegen, sondern dass wir wirklich bei der Selbstwahrnehmung bleiben und das Gefühl eben auch da sein dürfen, wenn man sich gut oder nicht gut fühlt. Mhm. Wer sind deine Kunden? Meine Kunden sind überwiegend Frauen, die leben, erfolgreich sind und trotzdem das Gefühl haben, dass da was fehlt, dass sie sich ständig verbessern möchten, dass sie Punkte haben, wo sie unzufrieden sind. Kommt auch vor, dass sie mit ihrer Partnerschaft unzufrieden sind oder dass sie Gefühl haben, im Leben was verpasst zu haben. Also gerade wenn du im Beruf bist, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann bist du ja sehr engagiert eben auch in diesem Bereich und dann hast du das Gefühl, dass andere Bereiche vielleicht zu kurz kommen und dass du dein Leben verpasst irgendwie. Mhm. Und da wieder einen neuen Blick zu bekommen und
nicht ins Verurteilen zu gehen, wie man bisher gelebt hat, sondern zu sagen, okay, das hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und von da aus kann ich ja wieder neu schauen und auch mich bewusst entscheiden, etwas anders zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses nicht mitlaufen oder mitgezogen werden von dem, was um uns herum ist, sondern einmal anhalten, bewusst entscheiden. Das ist so das Stoppschild an der Straße. Mhm. Das sagt ja auch nicht, bleib hier stehen und fahr nicht weiter, sondern das sagt, halt bitte an, schau einmal bewusst nach rechts und links und dann fahr weiter. Und genauso ist das eben auch in unserem anderen Leben, dass wir sagen, einmal mal bewusst anhalten und sagen, will ich das wirklich? Will ich jetzt geradeaus oder rechts oder links und dann die bewusste Entscheidung zu treffen, wie ich weiterleben möchte. Ja, sehr schön. Das heißt, auch wieder zu sich selber zu finden. Genau, genau. Das kommt ja oftmals zu kurz. Ne? Wenn man im Beruf ist, wenn man Familie hat, dann möchte man auch noch in der Partnerschaft Zeit verbringen. Freunde, Familie, Sport. Also es sind ja sehr viele Anforderungen, die alle von uns haben. Ja, genau. Ja, genau. Was hast denn du ursprünglich gelernt? Ich bin Diplom-Ingenieur für Lebensmitteltechnologie. Ja. Und ich habe auch in diesem Beruf sehr gerne sehr viele Jahre in einem internationalen Konzern gearbeitet. Ja. Und habe Freude daran gehabt, dafür zu sorgen, dass die Menschen mit guten, wohlschmeckenden Lebensmitteln versorgt werden. Und ich nehme meinen Beruf jetzt als Berufung, die Menschen eben auch mit geistigen und emotionalen, ich sag mal, Lebensmitteln, also mit geistiger und seelischer Nahrung zu versorgen, weil das eben auch dazu gehört. Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige und die seelische Nahrung. Ja. Bist du dann noch in dem Beruf drin, ne? Ich bin im Moment nicht mehr drin. Ich bin im Moment raus. Ich habe also 10 Jahre lang parallel gearbeitet. Ja. Habe jetzt die letzten 2 Jahre mich wirklich konzentriert auf geistige und seelische Nahrungsmittel. Okay. Ja. Und dann hast du dich selbstständig gemacht und bist genau. Dann jetzt die Mutmacherin und die Rückführungstherapeutin. Das finde ich ja auch sehr interessant. Wie bist denn du dazu gekommen, Rückführungstherapeutin zu werden? Ja, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Ja. Als die auf Intensivstation lag, habe ich einen Zugang zu ihr gehabt, wo ich gemerkt habe, es gibt noch viele andere Welten als die, die wir hier mit unserem Körper normalerweise sehen und wahrnehmen können. Und bin darüber dann dazu gekommen, zu verstehen, dass wir mehr sind als das, was man sieht. Mhm. Also heute sage ich, ich bin ein geistiges Wesen. Und ein Teil von mir ist Mensch geworden und spricht gerade mit dir. Mhm. Und der Teil, der im Moment nicht mit dir spricht, der ist immer noch da. Und das ist eben unser geistiger, unser ewiger Anteil. Mhm. Und Rückführungstherapeut, das ist eine relativ lange Ausbildung. Und das ist einfach so in tiefen Entspannung so wertvoll reinzuschauen, wo man noch Probleme hat oder wo irgendetwas hakt und das dann anschauen und auflösen zu dürfen. Okay. Ja. Viele verstehen darunter bestimmt, ja, was war ich denn jetzt nur im vorigen Leben? Ja, man bekommt schon Information, aber es geht nicht nur darum, sondern auch um das Hier und Jetzt. Ist das richtig? Ja, das geht immer um alles und wir vertrauen darauf, dass in der tiefen Entspannung deine Seele dir zeigt, wo es hakt und wo es sitzt. Und nicht alles, weil man einfach neugierig ist, wer war ich mal, sondern das, was zur Lösung deines gerade aktuellen Problems beiträgt. Also ich hatte mal eine Kundin, das finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, die hatte bei Gewitter Angst, war wirklich schon eine gestandene Frau im Leben und bei Gewitter so viel Angst, selbst wenn sie mit Freunden irgendwo im Restaurant saß, musste sie nach Hause unter ihren Wohnzimmertisch, weil das war der einzige Ort, wo sie sich sicher fühlte. Mhm. Und wir haben das angeschaut, wo die Ursachen liegen, Erlebnisse, die sie als kleines Kind gehabt hat in diesem Leben. Und
Wir durften das auflösen und heute ist es kein Thema mehr. Wenn sie im Restaurant sitzt, bleibt sie sitzen. Und das ist ja eine totale Verbesserung der Lebensqualität. Ja. Ja. Und es ist erleichternd und es macht dich einfach ja, befreiter und glücklicher. Genau. Und somit konntest du der Frau helfen und die ist glücklich und hat ihr Thema damit aufgelöst, sich es auch angeschaut. Sehr schön. Ja. 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 Was wolltest du als kleines Mädchen werden? Oh, ich glaube, ich wollte Polizist werden. Oh, auch schon mit Menschen, dass du auch mit Menschen arbeitest, ja? Genau. Ja. Warum bist du es dann nicht geworden? Hat sich anders ergeben. Ja, das war irgendwie am Ende meiner Schulzeit, dass ich eigentlich dann Biologie studieren wollte. Okay. Festgestellt habe, also ich war immer gut in Biologie, Chemie und Mathe, das waren so meine Lieblingsfächer, Physik auch noch in der Schule. Ja, ja. Und Musik, ja, das ist also eine Wahnsinnskombination. dann habe ich festgestellt, dass man beim Biologiestudium Tiere sezieren muss. Habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht, was kann ich sonst noch machen? Lebensmittel. Gegessen wird immer und ja, so bin ich einfach meinem Herzen gefolgt. Ja, da hast du schon eine sehr gute Kombination, vor allem, weil alle drei so unterschiedlich sind. Ne? Also vom Zusammen her, die Mutmacherin, ich finde dieses Wort auch so toll. Wo bekommst denn du deine Kunden her? Machst du Werbung oder ist es jetzt von Mund-zu-Mund-Propaganda? Ja, also es ist sowohl als auch. Ja. Wir haben hier im Wirtschaftsforum für den Kreis Kleve, da mache ich auch Werbung. Ich nutze natürlich auch die Social Media und es ist eben auch viel über Empfehlung, weil bei mir ja ein vertrauter Raum entsteht, wo Menschen nach vielen, vielen Jahren oftmals das erste Mal sich trauen zu weinen und ihre Gefühle rauszulassen. Und das machst du ja, wenn du vertraust, dass da jemand ist, der dich auffängt und der das eben auch im Raum hält und den Raum dafür auch gibt. Und deswegen ist es eben auch viel über persönliche Empfehlung. Mhm. Ist auch in Ordnung. Ja. Ja, jetzt hast du ja auch mit dem Kunden gegenüber gearbeitet und wir haben das Jahr 2021. Wir haben eine herausfordernde Zeit, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wie hast du dich umgestellt? Dann denke ich doch auch online, ne? Ja, also das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, dass es möglich ist. Ja. Ja. Und es ist auch ein Geschenk von dieser Zeit natürlich, dass wir ganz neue Möglichkeiten entdecken dürfen. Und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass Menschen sich bei mir so aufgehoben fühlen, dass sie auch in so einem Zoom-Meeting wie jetzt mit dir sich trauen, die Tränen fließen zu lassen. Mhm. Tränen fließen lassen ist einfach befreiend und erleichternd. Ja. Das sage ich immer, mein Spruch ist immer, jede Träne löst was auf. Ja, das unterschreibe ich zweimal. Ja, ja, schön. Und Dagmar, kannst du dann die Rückführung auch so machen online? Das funktioniert dann auch? Das ist eine ganz spannende Frage. Das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, der das auch ganz frisch ausprobiert hat. Und er sagte, es funktioniert recht gut bei ihm. Und ich denke, das werde ich jetzt dann auch mal online machen. Ne? Ja. Das ist ja, also, ja, du weißt ja nicht, was kommt. Ich habe auch immer wieder Kunden dabei und ich weiß das Thema vorher ja nicht, was kommt, ne? Wo es um Vergewaltigung oder Missbrauch geht, auch im Kindesalter. Das kommt dann ja einfach hoch, weil es, ich sag mal, die tiefer liegende Ursache ist. Und da war für mich eben die Frage bisher, kann ich, wenn ich das vorher nicht weiß, was kommt, kann ich das eben auch in einem Zoom-Meeting so wie jetzt wirklich auffangen? Ne? Und ich bin da jetzt ganz im Vertrauen und in der Zuversicht, dass auch das über Zoom gehen kann. Mhm. Ja. Also ich denke jetzt von meinem Denken, dass es gehen würde, wenn die Kundin dann, ich sage jetzt mal, liegt und hat dann die Kopfhörer mit drin, würde auch
kann ich mir vorstellen, das auch funktionieren. Genau. Ne? Ja. Weil es gibt ja Heiler, die ja auch über Zoom, hatte ich jetzt gerade einen im letzten Interview, der ist Heiler, der Virenscanner, und der arbeitet auch über Zoom, über Telefonat, macht er auch, das funktioniert auch. Ja, also ich mache ja auch Fernreiki und es funktioniert auch. Ja. Mhm. Also das ist klar. Also die Energie kennt ja keinen genau. Raum und keine Zeit. Ja. Genau. Und du machst es ja nicht öffentlich, du machst es ja nur mit der Kundin, also oder dem Kunden. Ich denke genau. Ja, dass das dann gut funktioniert. Kommen auch Männer zu dir? Wenige. Okay. Okay. Also das ist ganz spannend, das sind wirklich überwiegend Frauen. Ja. Ja. Die Männer kommen dann und wollen Techniken von Karate haben, oder? Ja, schon. Ja, mal ganz kurz noch mal eine andere Frage, Dagmar. Hast du schon mal es angewendet draußen, als du unterwegs warst? Oder warst du in der glücklichen Lage, es noch nicht angewendet zu haben? Nee, ich habe es tatsächlich schon mal angewendet, zu meiner Zeit, als ich in Berlin war. Okay. Und ja, das ist eine Zeit gewesen, wo es noch Telefonzellen gab. Ja. Und ich war in der Telefonzelle und drei, ich sag mal, andere Menschen, Männer, also ich vermute, es waren von der Sprache her jetzt oder vom Aussehen her auch etwas dunkelhäutige Menschen. Ja. Die meinten also, sie möchten telefonieren und ich soll doch bitte aus der Telefonzelle rausgehen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich ja am Telefonieren war. Ich okay. habe dann meinem Gesprächspartner gesagt, dass ich da irgendwie ein bisschen Probleme oder Auseinandersetzungen habe. Der hat dann auch die Polizei gerufen. Nur bis die Polizei kam, haben die mich also schon aus der Telefonzelle rausgezogen und mich geschlagen. Und durch den Sport bin ich ja immer so trainiert gewesen, dass ich abstoppe, also nicht verletze, sondern eben kurz vorher anhalte. Und da habe ich gemerkt, wie tief das sitzt, weil ich habe zwar zurückgeschlagen, aber ich habe nicht verletzt, weil ich eben so automatisch vorher gestoppt habe. Aber und es hat wehgetan, habe ich gedacht, okay, jetzt muss was anders sein. Und dann habe ich zugeschlagen. Okay. Und als die Polizei kam, wollten die drei Jungs der Polizei erklären, dass ich sie verprügelt hätte. Und habe ich gesagt, wie ich? Nee, ich kann dir doch gar nicht sein. Und die Polizei hat natürlich mir geglaubt. Okay. Ja, also ich habe es wirklich schon einmal angewendet und mir ist auch klar geworden, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem sportlichen Wettkampf, ja. wo du eben nicht ja. verletzt, und dem Kampf in der Realität, wo es darum geht, wirklich als Erster sich durchzusetzen. Ja. 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 Und für mich ist wichtig, dass ich jetzt weiß, ich kann beides und ich kann es bewusst. Mhm. Und ich habe es danach auch nicht mehr gebraucht. Okay. Ja, brauchen wir auch nicht, ne? Also jetzt mal, ne? Genau, ne? Wir machen ja den Sport, weil es Spaß macht. So hatte ich vor 2 Jahren die Situation, wo mich einer in der U-Bahn von der Treppe geschubst hat, ne? Also und ich war nicht vorbereitet. Das weißt du ja selber, wenn wir vorbereitet sind, können wir anders oder zumindest etwas sehen, dass die Situation jetzt ein bisschen brenzlig wird, können wir uns anders drauf einstellen. Und das konnte ich nicht. Das war so eine Sekundensache, das ging so flott. Und ja, da hatte ich die Situation auch. Ja. Hast du dich verletzt? Ich hatte einen riesengroßen Bluterguss. Und als ich dann aufgestanden bin, wollte ich mich wehren. Und ich danke dem lieben Gott, wer heute da oben ist. Gut, dass ich mich nicht gewehrt hätte, weil sonst wäre es anders für denjenigen ausgegangen. Und alles ist gut, so wie es ist. Okay. Weil dann hätte ich mich anders gewehrt und dann alles ist gut so, wie es ist. Ja. Wie geht denn dein Umfeld damit um, dass du Karate machst? Ja gut, die kennen mich und die wissen, dass ich auch schon ja, auch andere verrückte Dinge mache. Ja, toll. Toll. Ich stehe auf dem Standpunkt, regelmäßig mal etwas Verrücktes tun und dann bleibt das Leben auch. Super, super. Dagmar, das ist jetzt ein richtig schönes Gespräch mit dir. Wie ist es denn für dich selber mit so Rituale?
Wie stehst du morgens auf? Also wie du aufstehst, wissen wir, aus dem Bett zu gehen, aber bleibst du noch ein bisschen liegen, meditierst du, liest du? Wie startest du in den Tag? Also üblicherweise stehe ich auf, schaue in unseren Garten und bin dankbar, dass es ein neuer Tag ist, dass ich lebe, dass ich das sehen kann, je nachdem, welche Tageszeit ist, ne, ob die Sonne schon da ist oder nicht. Und dann segne ich alle Begegnungen des heutigen Tages. Mhm. Egal, ob sie jetzt in persönlichen Begegnungen, in Gedanken, Worten, Gesprächen, Gefühlen oder Absichten sind. Mhm. Weil die Absicht, die dahinter steckt, hinter dem, was man tut, die ist ja auch schon der erste Schritt zur Tat. Und dann tue ich etwas, wo ich eine Zeit lang gebraucht habe, um es wirklich zu tun. Ich schaue mich selbst im Spiegel an, mhm, und sage, Dagmar, ich liebe dich, genau so, wie du bist. Und je nachdem, wie mir dann gerade ist, sage ich, mit all deinen Sorgen und Zweifeln und mit all deiner Zuversicht, deinem Mut und dein Vertrauen. Also abhängig davon, in welcher Situation ich bin. Und sage dann, Dagmar, was kann ich heute Gutes für dich tun? Mhm. Und dieses sich anschauen und es auszusprechen, sich selbst anzusprechen laut, also nicht in Gedanken, sondern laut und zu sagen, ich liebe dich, Dagmar, ich liebe dich, das hat ein bisschen gebraucht. Und daran merke ich für mich eben auch, wie weit ich in meiner Selbstliebe bin, wie weit ich mich selbst wertschätze und annehmen kann, dass ich es gerne und leicht auch laut aussprechen kann. Mhm. Und danach gehe ich üblicherweise mit meinen Füßen, also ohne Schuhe, durch den Garten, dass ich die Erde spüre, dass ich sagen kann, wie schön, dass es einen neuen Tag gibt, dass ich verbunden bin mit der Erde und mit allem, was ist. Und ja, manchmal bleibe ich dann einfach länger stehen und ich glaube, das kann man dann auch als Meditation bezeichnen. Mhm. Ja, schön. Und liest du dann auch Bücher oder hörst du Hörbücher? Also ich lese immer mal wieder. Ja, sehr viel unterschiedliche Bücher. Ehrlich gesagt, weniger Romane inzwischen. Hatte das eben so meine Romanzeit auch. Und lese inzwischen eigentlich mehr in Richtung Sachbücher. Ja, schön. Ja, schön. Ja. Und für deine Ziele arbeitest du mit einem Zielebuch, mit einem Vision Board? Wie arbeitest du damit? Oder hast du es im Kopf? Wie machst du das? Nee, ich habe ein Vision Board. Toll, toll. Also ein Vision Board, es gibt ja viele, die es auch auf dem Handy haben. Sowas gibt es auch. Oder hast du ein Vision Board an der Wand? Also ich habe mir im Baumarkt gibt es solche Schaumstofftafeln. Ja? Die habe ich gekauft, halb durchgeschnitten. Und dann eben meine Zielbildcollage da drauf gemacht. Also ich arbeite gerne visuell. Ich schreibe auch relativ viel mit der Hand oder ich male Bilderchen auf, weil ich viel in Bildern denke. Also was ich einmal als Bild gesehen habe, kann ich mir gut abspeichern. Okay. Ja. Würdest du uns dein großes nächstes Ziel verraten? Mein großes nächstes Ziel ist regelmäßig das, was ich alles an wunderbaren Erfahrungen und Empfehlungen in mir trage, über YouTube anderen Menschen zugänglich zu machen. Schön. Regelmäßig. Schön. Ja, weil es für mich zu behalten, hilft ja anderen nicht. Mhm. Und das ist für mich einfach einer der wesentlichen Punkte, dass ich sage, ja, das ist ein Angebot und wenn andere davon eben auch profitieren können, dann sind sie herzlich eingeladen. Das ist definitiv mein Ziel. Ja, schön. Schön, und wenn man die Dinge auch selber lebt, nicht anderen erzählt, sondern lebt, das finde ich dann auch immer spannend. Ja. Kann vieles aus eigener Erfahrung gut erzählen. Ja, schön. Ja. Liebe Dagmar, ich könnte noch lange, lange, lange mit dir reden. Wir werden auch noch mal einen zweiten Teil davon aufnehmen. Was sind denn so deine goldenen Tipps, die du so zum Schluss unseren Hörern mitgeben kannst? Meine goldenen Tipps. Ich glaube, das Wesentliche ist, wenn es dir gut tut, dann tu es. Dass man also wirklich
in sich reinspürt und versteht, was einem selber gut tut, nicht was vielleicht anderen gefallen mag oder was man meint, was andere erwarten, sondern dass man versteht, was einem selber gut tut. Und das ist für mich in diesem Satz, wenn es dir gut tut, dann tu es, zusammengefasst. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn dich jetzt die Community erreichen möchte, wo bist du Social Media unterwegs? Also ich bin auf Facebook, ich bin ja auch auf Instagram. Ich bin auch schon auf YouTube und ich habe natürlich auch meine Webseite, da steht auch meine Telefonnummer drauf. Also ja, das ist alles auf meiner Webseite gut zu finden, denke ich. Sehr schön. Und wir werden dich unterhalb des Videos sowieso verlinken, bei sabinesinfobox.de ja auch. Und ich denke mir, wenn man deinen Namen eingibt, Dagmar Schäfer-Petri, dann findet dich die Community. Ja, genau. Liebe Dagmar, ich danke dir für Herzen, für dieses interessante Gespräch. Du bist eine faszinierende, interessante Frau. Danke, danke. Mit den Themen, mit denen du arbeitest, bleib so herzerfrischend und vor allem gesund. Das ist das Allerwichtigste in der jetzigen Zeit. Und ich danke dir von Herzen. Sehr gerne, Sabine. Danke für das Interview. Und ich habe da noch ein Geschenk, weil wir haben ja Weihnachten bald. Ich habe da noch ein Geschenk für unsere Hörer und Zuschauer. Ja. Und das sind meine Tipps, um schnell wieder glücklich zu sein. Und die können wir gerne dann als kleines E-Book-PDF-Dokument verschenken. Ja, sehr schön. Das verlinken wir dann auch noch. Vielen herzlichen Dank. Genau, sehr gerne. Danke, Dagmar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, bei der nächsten Folge mit dabei seid, bei Sabines Infobox, und bis bald. Tschüss.